Die Sache ist nicht so, dass sie mich glücklich macht. Nein, nein, nein. Da bin ich nicht zufrieden mit. Aber so gar nicht. Das ist eher unschön, dass das jetzt irgendwie verbrannt wird. Und naja, jetzt ist ja auch wieder alles am Pennen wahrscheinlich. Die Regale sind nach wie vor nicht fertig. Wir kriegen es nicht hin. Ich wollte doch einen losschicken, der das studiert. Warum holt denn eigentlich auch keiner die Medizin hier draußen ab? Was ist denn da los? Mach das mal. Die gammelt doch. Oder nicht? Ja, die zerfällt. Und das ist gute Medizin. Die kostet richtig Geld, Alter. Jetzt dreht die Waffen weg, anstatt die Medizin zu holen. Was ist denn los? Bruno, komm mal ran hier, mein Bester. Du machst jetzt hier einen auf richtig starken Dude und trägst das Zeug weg. Danke. Er hat es richtig im Griff. Ich schwöre bei Gott. Er ist ganz großartig unterwegs. Ich denke, das wird groß. Oh, was ist denn hier? Drew wächst. Kann ich da irgendwas machen? Mental hochsensibel, hässlich, Schmutzfink. Ja, super. Ja, das klingt so nach dem, was du werden willst. Ich muss ein Merkmal auswählen, ne? Dann mach wegen mir Schmutzfink. Das wäre mir... Was ist denn jetzt hier? Da haben sie jetzt 64 Medizin, immerhin etwas. Baut der eigentlich auch noch Bauteile? Was ist denn mit MacTod? Was macht denn der? Wo stolzt denn der rum? Der holt da halt irgendwelches Zeug. Jetzt sortiert er Stoff ein. Was ist denn jetzt? Ich habe doch jetzt hier Holz. Warum baut denn keiner? Warum haben wir keinen Stahl mehr oder was? Oder was fehlt denn? Ich weiß es doch nicht. Ich bin raus. Ich hab die Übersicht verloren. Vor längerem schon. Ich muss mal irgendwen losschicken, der Stahl abbaut. Dafür müsste ich aber irgendwo auch Stahl finden. Ist das hier Stahl? Alles klar, zack. Mach das ganze Vorkommen weg. Und hier auch, zack. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Das wäre mir ein Traum. Weil ich habe irgendwie die Befürchtung, es ist keiner mehr da. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir demnächst mal... Vielleicht weise ich die mal an, hier was wegzutragen. Das wäre eigentlich das Alleridealste. Sie sollten ja eigentlich auch eine Ankleidekammer bauen. Aber die muss ja auch hier rüber. Und sonst musst du jedes Mal, wenn der irgendwas bastelt da, in seiner Kaschemme, muss der da rüber rennen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Eine antike Spinne, greife es an. Alles klar, pass mal auf. Oh, der ist schon... Eieiei, den können wir... Der macht einen schlanken Schuh. Was heißt denn das, wenn der ein Schmutzbürger ist? Wie ist denn das mit der Bekehrung? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Der ist doch jetzt hier noch. Bin ich doof? Habe ich nicht verstanden? Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen... Was macht denn das? Was heißt denn das? Was ist denn da? Ist das was Schlechtes? Ich hab 0, gar keinen Plan. Wie sind denn die Bedürfnisse? Ach, der hat eine genetische Psychidabhängigkeit. Das ist natürlich vielleicht ein kleines bisschen unpassend. Wie können wir denn hier einen auf Entzug schicken? Geht das? Ah, der braucht das wegen... Okay, das wird natürlich ein Problem. Das wird ein Problem. Das sage ich mal so am Rande. Wie ist denn das mit Law? Ist Law wieder fit? Pass mal auf, Law. Ja, ja, Gefängnis. Wenn ich den Bund der Dineron hier, den sollst du freilassen. Das sollst du machen. Ich möchte den nicht behalten. Ich will nicht, dass mir hier irgendwer an Karren pinkelt. Das kannst du gerne machen. Das macht meinen Ruf ein bisschen besser. Der Ruf ist jetzt anstatt... Ach, guck an. Wir sind da bei Minus. Das ist ja interessant. Wie ist denn der Strom so? Wie ist denn die Temperatur hier drin? Beständig bei minus 8 Grad. Hervorragend. Haben wir jetzt bauen sie Stahl ab hier unten oder was? Und dann laufen sie auch gleich los und machen damit was oder wie? Nee, der rennt einfach weg. Ich weiß nicht, ob der was mitgenommen hat. Ich habe da irgendwie Zweifel dran. Aber jetzt bauen sie zumindest das Regalkram. Ja, das ist doch schön. Die Waffen sind jetzt hier unten drin, aber auch noch nicht alle. Das hat aber halt auch vielleicht was mit der... Ich weiß ja auch nicht warum, aber... Wir könnten den Brunner mal losschicken, die ist biokodiert. Und du könntest die mal wegtragen. Es gibt ja immer noch ein paar Waffen, wo du das machen könntest. Okay, ich weiß gar nicht, sind hier drüben die Waffen an? Nee, ich glaube, ich habe sie nicht angeschaltet. Das heißt, der sammelt jetzt zumindest die Sachen auch ein, die da so rumliegen. Jetzt haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Geld. Das finde ich persönlich ja am schönsten, dass wir jetzt auch ein bisschen Geld haben. Und jetzt legt er die Waffe da drüben rein. Okay, wunderbar.
Brunner kann dann gleich weitermachen und kann sich mit der nächsten Waffe bestücken und kann die nächste Waffe wegtragen. Ja, dann holt er wieder ein paar Steine, das ist völlig in Ordnung. Was macht ein McTodd? Stellt Bauteile her und das weiß ich nicht, was die macht. Kann Drew irgendwas, kann der irgendwas? Na, wir müssen das auch mit den Latrinen mal irgendwann. Das müssen wir auch mal irgendwann geregelt kriegen, dass das auch mal Klo wird. Ja, wo der jetzt Bauteile baut, geht das eigentlich, ne? Man, ist da schon Fliesen drin? Ich habe da immerhin schon Fliesen reingelegt. Das ist Wahnsinn. Haben wir da auch schon eine Wasserleitung hingemacht? Wir müssten da Wasserleitungen reintun. Hygiene? Eine Rohrleitung. Ach, guck mal an, da kann ich mir aussuchen, aus was wir die machen. Das ist ja toll. Ich bin unsicher. Ich baue die jetzt mal einfach aus... Warte mal, was habe ich denn da? Ich hatte da was, wo ganz viel von da war. Was war denn das? Das ist Marmor. Alles klar, pass auf. Wir machen die Dinger, wenn das geht, aus Marmor. Das ist zwar wahrscheinlich total überflüssig, aber Marmor ginge. Wunderschön. Das sind die Leitungen dafür, ne? Da kommt das Wasser her. Und da geht es überall hin. Ja, ja, warte. Warte, wir legen eine Leitung hier lang. So, und dann ballern wir die da dran. Und dann ziehen wir die mal hier so drüber. Und ziehen die auch mal hier so runter. Weil wir müssen ja dann auch Abteilungen bauen. Ne? Da kannst du ja nicht einfach jetzt da nur so zum... Kannst du ja nicht nur so, hier machen wir auch Klos aus Marmor. Das stellen wir jetzt mal hier hin. Und jetzt frage ich mich, es gibt Kabinentüren. Die machen wir eben auch aus Marmor. Die machen wir jetzt davor. Ich baue die jetzt mal. Und dann Struktur, da kannst du... What? Mach doch mal hier eine Wand hin. Ich möchte mal gerne wissen, wie das jetzt so aussieht. Ich weiß, das kann sein, dass wir da überall dann, wie heißen die Dinger? Lampen. Lampen. Lampen ist das Geheimnis, dass wir da über Lampen reinknüppeln müssen. Das ist im Bereich des Möglichen, da bin ich mir aber etwas unsicher. Da kann ich auch nicht so richtig viel zu sagen, weil das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, wie die Sache da so am Laufen ist. Erstmal legen die da jetzt Wasserleitungen hin, die noch nicht funktionieren, weil sie an den entscheidenden Stellen natürlich nichts bauen, ist ja klar. Haben wir eigentlich auch irgendeinen der Kunstwerke? Haben wir einen der Kunstwerke gemacht? Irgendwie liegt da ein Buch. Warum da ein Buch liegt? Das Bücherregal müsste eigentlich, müsste das Bücherregal hier unten rein. Ich werde mal bei der Lagerung ein Bücherregal suchen. Nee, das ist nicht hier, ne? Das ist beim Möbeln, glaube ich, ne? Dann bauen wir, nee, wir reicht ein kleines wahrscheinlich, ja? Wir stellen das, ich weiß nicht, ich stelle das mal da unten rechts in die Ecke. So, da wird jetzt gerade hier irgendwas geschweißt. Ich weiß nicht, was der schweißt. Er hat da angefangen mit dem Klo, glaube ich. Wir sind jetzt bei den paar Leitungen. Okay, man kann da nicht so viel sehen. Wie sehen die denn aus? Ja, okay, wie ganz normale Wasserleitungen. Warum glänzt denn das so? Was macht denn das? Ist das ein neuer Effekt, den ich noch nicht kenne? Ist das, weil der... Das sieht irgendwie spannend aus. Wir brauchen ein Gehege wegen dieser komischen Gans. Ja, ja, da habe ich jetzt gar kein Interesse daran. Da ist, warum ist denn da jetzt ein Nashorn? Was ist denn hier los, Alter? Bau jetzt das Klo, sonst wird's wieder... Naja, was soll ich sagen? Ah, es wird was fertig gebaut. Er hat, ich glaube, jetzt sind wir beim Klo. Ja, das sieht nicht gut aus. Warte kurz. Ich mache nochmal Hygiene an. Was? Warum? Da geht das Abwasser hin. Was hast denn du? Das heißt doch irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Kein Abwasserabfluss. Ja, Moment mal, der Abwasserabfluss ist doch hier. Da ist er doch. Oh, Herr Kiesel, Junge. Das wird doch ein richtiges Genie. Herr Kiesel. Oh, ja. Das kann ja nicht gehen. Du musst doch auch hier das Ding hinstellen. Oh Mann. Deshalb ist auch das Klo verstopft. Jetzt ist es klar. Ah, Mann, das ist wieder... Das hat... Ich, warum sagt das denn keiner? Ah, das war wieder äußerst clever. Äußerst. So richtig brachial intelligent. Und ich wundere mich seit Tagen, dass da nichts passiert. Warten Sie mal, wir müssen mal weiter gucken. Transportieren die noch Sachen? Das wäre mir im entfernt Dreck. Warte, du kann alles nicht zu schwer.
Mhm. Ja, Prios ihre Wegtragen von Granitblöcken. Das kannst du ja machen, dann machst du halt ein bisschen weniger. Trägst halt nur 5, wenn dir der Rest zu schwer ist. Das sollte ja machbar sein. Und ich wollte so ein paar der Jungs akquirieren, hier hoch zu laufen kurz. Das wollte ich auch machen, die sollten auf das Ding schießen. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist ganz schön laut, es ist ganz schön laut. So, jetzt könnte er wieder wegrennen. Ich weiß nicht, wollten wir. Achso, den einen habe ich ja freigelassen. Bei Ellie weiß ich es nicht. Wollte ich die haben? Ach, ich habe keinen Plan, Alter. Der ist mir auch zu hässlich eigentlich. Ich würde den total gerne verkaufen, aber das mit dem Verkaufen, das hat sich bis jetzt auch noch nicht so richtig eingestellt. Jetzt haben wir das Abwassergerät, ne? Ja, jetzt kann ja auch, jetzt können die auch da unten. Ja, jetzt geht das. Jetzt haben wir. Jetzt läuft die Sache. Jetzt läuft die Sache. Oh, ich mache mal hier ein paar Klos. Und dann machen wir, warte mal, ich muss mal weitermachen hier. Dann machen wir ein paar Klos und ein paar Klotüren. Das Ding können wir mal abreißen. Dann noch ein paar Strukturen hier. Dann machen wir hier ein paar Wände. Bambum. Und Bambum. Und dann brauchen wir natürlich, das ist ja klar, wir brauchen natürlich auch noch hier Waschbecken. Waschbecken machen wir auch aus Marmor. Ich bin, also wenn schon, denn schon. Dreh das doch mal so. Hier, zwei, machen wir mal vier, so vier Stück. Das vier Waschbecken sieht gut aus. Wir könnten in die Küche natürlich auch ein Spülbecken machen, wobei ich nicht weiß, was wir davon hätten. Das weiß ich wirklich nicht, was man von dem Spülbecken in der Küche hätte. Wir könnten natürlich dann auch anfangen, hier so Sachen wie Badezimmer an die Zimmer zu kloppen. Das wäre durchaus möglich. Jetzt dauert das natürlich alles wieder, weil sie erstmal wieder alle schlafen gehen müssen. Parallel dazu, Strukturen, ja, ich habe hier, da, wo sind wir? Ich bräuchte ein bisschen Granit. Granit hierfür. Granit-Chaka. Und dann machen wir hier erstmal aus dem Holzzimmer ein Granitzimmer. Mal gucken, haben wir noch irgendwo Holz, was kein Holz mehr sein sollte. Nein, ich glaube, ich habe mittlerweile alles schon auf Granit umgestellt. Außer das Stück Wand hier. Das ist nur Holz. Und das Stück da auch. Das ist aber auch erstmal für den Moment völlig in Ordnung, weil wir müssen ja jetzt auch erstmal mit den paar Sachen klarkommen, die hier gemacht werden sollen. Ja, die sollen ja jetzt hier ein bisschen das Badezimmer aufhübschen, da müssen sie dann wahrscheinlich auch noch ein paar Dinger reintun. Hier, wie heißt das? Das hier Lumpe da, was ich da meine. Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, das hier Lumpe. Na hier, Dingens. Ah, Leute, helft mir doch. Lampen. So, Lampen. Das war's. Das war's, was er sagen wollte. Lampen. Was ist denn hier eigentlich passiert? Sonnenfinsternis. Ich drück hier nichts mehr weg, ne? Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Was ist denn da? Ich könnte. Nee, ich will nichts ausrauben. Wo haben wir denn hier ein Gebiet freigelegt? Spring doch mal zum Ort. Ah, toll. Und das hat er gleich nochmal gemacht. Das ist super. Wir bauen ein Gehege. Moment, wir springen mal zu der Gans. Oh, ciao. Ne? So, dass wir mit der Gans halt gleich auch mal so verfahren, wie ich mit Gänsen verfahre. Warum haben wir jetzt Nashorn im Schlafzimmer von Drew? Ah, das Nashorn ist wieder rausgelaufen. Okay, das finde ich richtig, sonst müsste ich mit dem Nashorn nämlich irgendwie auf eine Art interagieren, die vielleicht nicht ganz so höflich ist. Sonst müsste ich es vielleicht unter Umständen mit meinen 5 Jungs erschießen. Haben wir denn eigentlich das Bücherregal mittlerweile gebaut? Ja, das Bücherregal wäre da. So, das Kernproblem ist natürlich, dass ich hier wahrscheinlich die Bücher im Lager nicht ausgestellt habe. Ne? Das ist zwar wie immer. Ja, Bücher haben wir natürlich wieder vergessen auszustellen, ist ja klar. Ich kopiere mal kurz die Einstellungen. Und dann fügen wir die ein. Oder dann tragen sie als allernächstes vielleicht die Bücher aus dem Lager wieder dahin, wo sie hin sollen, und zwar ins Bücherregal. Was ist denn jetzt hier schwerer zu sagen? Ach du kannst mich mal. Das Faultierfleisch ist verdorben, warum auch immer. Weil es da drinnen zu warm ist, deshalb ist das verdorben. Ich weiß ja nicht, das finde ich alles ein bisschen komisch, dass das alles so verdirbt. Aber warte mal, das könnte damit zusammenhängen, dass der hier noch auf 21 Grad steht. Und haben wir wieder eine Hitzewelle oder irgend sowas? Nee, wir könnten den aber auf, warte mal, habe ich den auf 9? Ich habe die nur auf minus 9 stehen, ne? Und jetzt sind wir innen drin bei, ja, jetzt geht's wieder. Aber so richtig geil ist trotzdem nicht, ne? Ich stelle vielleicht den einen mal auf minus
Ich stelle die vielleicht mal auf minus 13. So, jetzt sind wir bei minus 9. Im Wechsel mit 10. Irgendwie hat ein Hitzschlag. Ist das gerade aktuell? Oh, das ist Drew. Warum hat ein Drew einen Hitzschlag? Ah gut, der hat natürlich halt auch keine Klimaanlage in seinem Zimmer, ne? Der ist unklimatisiert. Ich baue dem mal eine Klimaanlage in seinen Raum. Damit er sich freuen kann. Haben die restlichen alle eine Klimaanlage? Ja, ich glaube, die haben in ihren Schlafzimmern alle Klimaanlagen. Prima, wir bräuchten dann so langsam, aber sicher. Könntest du vielleicht mal... Oh, die entlädt schon das Inventar. Okay, das heißt, die ist hier drüben wahrscheinlich irgendwo. Irgendwas machen sie. Solange das alles abtransportiert wird, finde ich das persönlich richtig und wichtig. Ja, da will ich auch nicht weiter drüber meckern. Das ist einfach ein Traum. Bei Drew sieht es gar nicht gut aus. Was ist denn dein Bedürfnis? Ach du Heiland. Hat Fleisch gegessen. Jo, ist das schlecht? Ah, Tier geschlachtet. Aß Fleisch. Tier getötet. Wildgans. Bin unbeliebter Xenotyp. Verschwitzt. Massenhaft unbeliebte Xenotypen. Schlief in der Hitze. Postbuddhist als Anführer. Keine Eroberung. Ich glaube, das mit dem könnte problematisch werden. Ich glaube, Drew ist keine gute Wahl. Ich bin mir fast sicher, dass wir den hätten nicht aufnehmen sollen. Wobei sich das Problem wahrscheinlich löst, erübrigt, wenn wir den rekrutiert hätten. Können wir den einkerkern? Da frage ich mich jetzt gerade was. Kannst du mal ganz kurz den Drew suchen? Wenn wir den einkerkern, das ist nur so ein Gedanke. Kannst du den einkerkern? Anscheinend geht das nicht. Kann man keine Kinder einkerkern oder was? Warum nicht? Ich finde, den sollten wir einkerkern. Kann ich das irgendwo hier, kann ich dem irgendwo erzählen, dass ich ihn bitte einkerkern möchte? Offensichtlich kann ich das nicht. Schade. Wir könnten ihn natürlich vielleicht versuchen anzuschießen. Das würde vielleicht gehen. Aber jetzt, das wäre dann natürlich jetzt auch wieder... Wir könnten ihn anschießen. Aber vielleicht muss er auch einfach nur im Kampfmodus sein. Pass mal auf. Inhaftiere Drew. So, pass auf. Sie macht das jetzt. Ich bin da eiskalt. So, Drew wird jetzt inhaftiert. Da, das ist mir... Der ist mir zu doof. Den inhaftiere ich jetzt. Und dann kommt er wieder zu mir. So, Drew ist inhaftiert. Der wird jetzt... Was war denn das jetzt? Hä? Warum? Gefängnis. So, bekehren bitte. Bam. Oh. Kann man den jetzt aufnehmen irgendwie? Eigentlich geht das. Wir könnten den jetzt, wenn wir jetzt auf Rekrutieren gehen, würde das gehen, ne? Ah, weiß ich aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin bei dem wirklich, da bin ich wirklich unsicher. Vor allem wegen dem Psychit, das muss ich ja anbauen. Da habe ich ja nichts. Der wird irgendwann durchdrehen, das ist mir klar. Der wird irgendwann durchdrehen. Quest, Wettermanipulator gegen Bezahlung. Was muss ich machen? Was passiert? Ich mache mal Pause kurz und lese das. Der blaue Hornisse ist der Häuptling der Guapo-Sippe und bittet um Hilfe. Seine Feinde belästigen seine Siedlung. Er möchte, dass du ihnen ein Signal sendest, um sie in Richtung Sparta zu locken. Wenn du das Signal sendest, werden seine Feinde ein Lager in der Nähe errichten, um dich zu schikanieren. Er berichtet, dass dort ein Wettermanipulator ist, der das Wetter der ganzen Region auf Nebel ändert und vier verrückte Maine Coon-Katzen sind. Das heißt, ich muss dann dahin und muss die Katzen töten, plus den Wettermanipulator. Dafür hätte ich noch anderthalb Tage Zeit. Ach, weißt du, ich muss mich jetzt erstmal hier um Drew kümmern. Der Drew hat eine Glaubenskrise. Drew macht eine Glaubenskrise, er ist übergeschnappt und stellt alles in Frage. Drews Glaube an Schar des Fleisches ist auf 26,28 gefallen. Um mit seinem Glauben in Einklang zu kommen, versteckt sich Drew in seinem Raum. Dieses geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslöserfaktor war tiergeschlachtet. Ja gut, was willst du jetzt machen? Der kann sich ja nicht in seinem Raum verstecken. Der ist ja jetzt hier in seiner Kammer. Und irgendwann hoffentlich kommt einer und bekehrt den. Das wäre mir ein Traum.
Ne? Da ist jetzt ein Meerschweinchen. Ist jetzt das Lager leer? Ich würde irgendwie ganz gerne einen Schuppen für Kleidung. Nein, wir machen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Und kannst bitte die Marmorblöcke dann irgendwann, damit ich gucken kann, dass wir einen kleineren Raum. Ich wollte überlegen, wenn ich das jetzt mache. Warte mal. Ach, der muss ja hier rüber. Dafür habe ich das Ding abgerissen, weil ich das Lager für die Kleidung da oben hin machen wollte. Warte mal, wo ist denn die Nähmaschine? Die ist da unten. Ja. Genau, ich wollte das hier so dran bauen. Wobei ich auch noch nicht weiß, das ist ja auch eine schlechte Idee theoretisch, weil ich gar nicht weiß, ob der Raum schon die finale Größe hat. Weil es kann ja sein, dass da noch irgendwas reinkommt. Und dann habe ich ein Problem. Wir könnten natürlich einfach nach oben dann den Raum erweitern und nach hier. Warte mal, ich mache das jetzt.